Fotografieren hat für mich auch immer was Meditatives. Ich sage immer, ich kann nicht eine Stunde hier am Wasser sitzen und durch meine Kamera schauen und zornig oder gestresst nach Hause kommen. Das geht nicht. Sondern sobald ich die Kamera in die Hand nehme, setzt das so ein bisschen drogenfrei in meinem Körper. Ich bin sofort im Flow drin, ich bin sofort voll fokussiert und es geht sofort um Einstellungen und Kamera und so weiter. Und die ganzen Alltagssorgen sind weg, sofort weg. Das habe ich vorher, bevor ich fotografiert habe, nur beim Klettern so intensiv erlebt, wo man voll im Fokus ist und es nur darum geht, wo greife ich als nächstes hin. Und das beim Fotografieren genauso. Und ich bin natürlich unglaublich dankbar dafür, dass das mein Beruf ist. Ich sitze hier, statt im Großraumbüro in Zürich, irgendwo in der Bank oder Versicherung, sitze ich hier am Wasser an der Aare und höre den Wellen zu und hin und wieder schwimmt eine Ente vorbei und schaue denen hinterher und ich habe keine Sorgen. Solange ich hier sitze, glaube ich, mache das nicht ganz falsch. Und es hilft mir auch, die kleinen Dinge des Alltags zu genießen. Wenn ich gleich nach Hause komme, verfroren, dann mache ich mir einen heißen Kaffee und setze mich mit meiner Tochter aufs Sofa und kuschel mich in die Decke und genieße einfach, dass ich langsam warm werde und höre dem Atmen von meiner 10 Tage alten Tochter zu. Und ich glaube, das ist nicht so ganz verkehrt, wenn man solche kleinen Dinge genießen kann im Leben. Und das habe ich letztlich durch die Fotografie ermöglicht mir, dass diese Naturverbundenheit und diese Liebe zu den kleinen Details des Lebens, das habe ich verloren gehabt. Das habe ich durch die Fotografie wiedergefunden. Und da bin ich einfach dankbar für, auch deswegen, weil ich mir dessen bewusst bin.